Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Last of Us 2. Wir haben zuletzt uns in Joels Hütte ein wenig umgesehen, uns einen Revolver geschnappt, an seiner Jacke gerochen und jetzt gehen wir wieder zurück zu Dina, die uns gerade bat, doch wieder herunterzukommen. Ah, der hat interessante Bilder hier hängen. Hauptsächlich alles so eine Wilder Westen-Gemälde, ne? Mit Pferdchen und Cowboys und ach du Scheiße. Maria. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen. Wer schreibt denn einen Brief und legt den schon hin, obwohl er noch in der Stadt rumgeistert? Diese Leute müssen bestraft werden. Uff. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Ach, das hat Tommy bestimmt geschrieben. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich. Tommy. Uff. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Hm. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Ja, was soll Maria denn jetzt machen? Nur mir eingefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann heil zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird. Seattle, Tag 1. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter. Und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Wegen Erstechen ist ja nochmal eine, ich bin echt knallhart. Prise böser. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Hey, hab mal Vertrauen. An dem Fahren sind wir doch vorhin schon vorbeigeritten, oder nicht? Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Aber es ist interessant. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Eben, Joel hat sich nicht gerade beliebt gemacht. Also ich bin jetzt mit Absicht langsam, ne, geritten, damit die halt sich in Ruhe unterhalten können und wir hier nichts abklemmen, sozusagen. Aber da die ja beide jetzt nicht mehr sprechen möchten, die Damen, können wir auch ein bisschen schneller reiten. Huch.
Sorry für die schnelle Kamerafahrt. Ich mag diese Reitpassagen, die haben sowas Friedliches hingegen zu der Action, die uns hier noch bevorsteht und die wir schon erlebt haben. Ja dann, ui! Oh, Häschen! Gleich töten. Noch mehr Häschen. Oder waren das dieselben? Oh, Eichhörnchen! Da vorne was? Oh ne, okay. Können wir mal ein bisschen schneller reiten. Oh, hier doch. Autos. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch was. Ich habe doch was gesehen. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Wie kann man denn gut aufpassen, während man völlig offensichtlich auf einem Pferd reitet? Also, oh, wir sollten aufpassen. Ach so, ja klar. Oh, ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Warte, wir haben uns verfahren. Hast du das Navi? Wo kann ich denn hier lang? Hier? Geht's hier durch? Nee. Oder? Will das... Nee, Pferdchen sagt nein. Okay, wenn Pferdchen nein sagt, dann ist auch nein. Nein bedeutet nein. Am besten wir setzen uns an die Bushaltestelle und warten auf den Bus. Vielleicht hier lang. Hier so? Nee, hier sagt uns eine unsichtbare Wand, dass wir hier nicht hoch sollen. Okay. Kann man sich ja wirklich verirren, das ist ja gefährlich. Nee, hier ist ein Fels, das macht keinen Sinn. Moment, ich reite nochmal zu den Autos. Wo waren die denn jetzt? Ah, hier. So. Warte mal. Wir sind ja von hier so gekommen. Vielleicht müssen wir hier einfach nur weiter. Oder hier so dran vorbei und dann so durch oder so. Nee. Vielleicht gibt's hier so ein... Ach, hier bestimmt, ne? Ja. Ich habe gerade schon an mir gezweifelt, Leute. So, geilstes Let's Play ever. Erstmal 20 Minuten im Wald. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Ja, siehste. Ja, ich wusste es ganz genau, Dina. Die drei Ehrenrunden jetzt hier bei den Autos, das war nur Spaß. Okay, wo lang müssen wir denn? Hier lang oder da lang? Haben wir ein Schild? Ich wette, irgendwas schmeißt uns gleich vom Pferd. Unser Pferd rennt weg und wir müssen zu Fuß weiter inmitten von sehr vielen Untoten. Beziehungsweise Infizierten. Okay, steht da Seattle dran? Ja, Seattle. Cool, wir sind richtig. Was ist denn hier? Kann ich auch absteigen? Ja, Tatsache, wir können absteigen. Cool. Ja, bleib mal da. Ich gucke mich hier mal um. Und werde alles töten. Ich meine, ohohoho. Moment, wenn sie mit 14 mit Joel unterwegs war, dann ist sie ja jetzt, weil er vorhin hieß, vier Jahre später, dann ist sie ja jetzt 18. Oder? Oder 19? Keine Ahnung. The Starfire Kids. Okay. Die Sternfeuerkinder? Oh Gott. Das klingt mir viel zu krass. Echte Namen: Emiro und Sora Hoshi. Intelligenz 60, Muskelkraft 60. Zugehörigkeit: Society of Champions. Als die 14 Jahre alten Zwillinge Emiro und Sora Hoshi einen Meteoriten in den Wäldern vor Kyoto fanden und ihn berührten, erlangten sie beide die Kräfte der Astrokinese, die Fähigkeit, Sternenlicht in Energie umzuwandeln. Sie wurden daraufhin von der... Moment mal, das ist doch dann aber nur eine Fähigkeit, die man über Nacht hat, oder? Wenn Sterne am Himmel sind. Was ist denn, wenn bewölkt ist? Dann stehst du da, ja, ich kann euch alle nicht retten, weil ich brauche Sternenlicht und sieht man ja nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Außerdem ist es gerade Tag. Kacke. Sie wurden daraufhin von der Society of Champions in Gewahrsam genommen und... Tesseractor?
unterwies sie darin, ihre Kraft gefahrlos und weise einzusetzen. Seine übertrieben besorgte Art vertrieb die Zwillinge schließlich jedoch. Jetzt leben sie auf der Straße und versuchen allein, dem Sinn und Zweck ihrer Kräfte auf den Grund zu kommen. Helden. Okay, cool. Oh, Dina, ich habe eine neue Sammelkarte. Guck mal. Eine Zeitung, oder? Nee, auch eine Karte. Hm, das ist gut. Willkommen in Seattle. Mal wenden. Zentrum von Seattle. Ja, die stecken wir doch hoffentlich gleich mal ein. Sehr gut, Ellie. Gutes Kind. Dina denkt sich da draußen aus, kommt die bald raus. So, und nur um Dina jetzt zu beeindrucken, springen wir aus dem Fenster. So. War was Gutes da drin? Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Ja, das ist was. Können wir nochmal in die andere Richtung? Naja, obwohl, nee, ich will. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Also im Moment, kann das Pferd theoretisch da wieder hoch, den Absatz? Das ist ja ein richtiger Absatz, den wir gerade runtergesprungen sind, ne? Nee, hier ist vorbei. Das hätte ich gleich machen müssen. Aber gut, dann hoffe ich einfach mal, dass in die andere Richtung nichts Wichtiges war. Oder besser gesagt, in der anderen Richtung. Okay, Pferdchen. Hoppladihopp. Hottehü. Ui! Alter! Das Pferd hat aber schon eine Stunt-Ausbildung, kann das sein? So, müssen wir da rüber oder müssen wir hier hin? Okay, hier können wir anscheinend nicht lang. Nee, hier sagt das Pferdchen nein. Unser treues Ross. Sieht verlassen aus. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Was meinen die denn ganz genau, wenn die sagen Posten? Sind das so eine Gebäude wie, wie wir halt zusammen patrouillieren, also wo wir uns dann eingetragen haben letzte Mal? Oder meint die mit Posten halt Leute, die patrouillieren? Also ein Posten kann ja auch eine Person sein, die irgendwo, ne? Die irgendwo halt Patrouille steht oder Patrouille geht. Je nachdem. Die blinkt was. Okay. Wie krass das wäre, wenn jetzt einfach so irgendwie hinter uns plötzlich so ein Pferd auch wäre mit so einem Reiter, der uns die ganze Zeit verfolgt. Und wenn man das als Spieler, wenn man sich halt als Spieler nicht umdreht oder so, kriegt man das dann halt auch nicht mit. Oh, so ein Spiel wäre übelst gruselig. Trespassers killed on site. Oh, ist das die Quarantänezone? Cool. Yep. Hier fühle ich mich ja gleich Schau sicher. Mal nach oben. Okay, steigen wir doch mal ab vom Pferdchen. Dina kommt mit. Guck mal, jetzt soll sie nicht beim Pferdchen bleiben. Gut, und wir schauen uns mal schnell um, ob wir hier irgendwas Nützliches noch finden. Vermutlich wird das hier ein Kletterakt gleich werden, damit wir über die Mauer kommen. Aber das Pferd hier so unbeaufsichtigt zu lassen, gefällt mir auch nicht. Aber gut, wenn hier eh Kinder ist. Okay. Lesen. Was ist das denn? Oh, Stadien der Infektion. Phaedra, Stufen der Infektion. Infektionsstufe 1. Der Cordyceps hat die motorische Funktion des Opfers übernommen. Schnell und wendig. Infizierte der Stufe 1 sind gewöhnlich in Gruppen unterwegs. Nicht überrennen lassen. Infektionsstufe 2. Nutzt die Umgebung zum Verstecken und Angreifen der Opfer aus dem Hinterhalt. Greift oft von Seiten oder von hinten an. Mit Vorsicht nähern und Umgebung überprüfen. Infektionsstufe 3. Völlig blind, aber scharfes Gehör. Das ist dann wahrscheinlich der Klicker. Völlig blind, aber scharfes Gehör spürt Beute mit Hilfe von Echoortung auf. In Abstand bleiben. Stufe 3 Infizierte sind für ihre heftigen Angriffe bekannt und sind extrem tödlich.
Infektionsstufe 4. Seltene, aber gefährliche Weiterentwicklung der Infizierten der Stufe 3. Unglaublich stark, können säurehaltige Geschosse schleudern. Nicht angreifen, wenn nicht absolut unumgänglich. Oh Gott, ist das jetzt so eine schöne Vorschau auf das, was uns hier noch bevorsteht? Was ist denn da drin? Koks? Nee. Wieso macht sie von so Dingern immer nur die erste Schublade auf? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Also sie könnte ja auch die anderen Schubladen noch öffnen. Das nimmt ja jetzt nicht unendlich viel Zeit in Anspruch. Oh, wir können hier schon durch. Dina? Dina? Dina 4? Entschuldigung. Können wir unten durchkriechen? Ja, Tatsache. Oh! Aha. Gut, gut. Was ist denn hier? Das sieht doch verdächtig aus. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist das hier der Hundezwinger oder was ist das? Ja, das sind Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Oh, hier ist die. Meine Güte. Wieso musste ich jetzt hier durch so eine Scheiße da kriechen und du bist hier einfach rumgelaufen? Toll, Dina. Toll. Ach so, da kann man hier vorne einfach... Ach so, naja. Gucken wir mal. Nein, ich will... Nein, ich will hier rein. Oh. Autsch. Warte, und jetzt vorsichtig. Jawohl. Wir müssen uns ja umsehen. Was war denn das? Okay. War was Gutes da drin? Ziemlich leergefegt. Naja, hier sieht es auch nicht besser aus. Kann man das kaputt machen? Tatsache. Oh, Leute, wir können Sachen kaputt machen. Also ich habe es ja mit den Fensterscheiben schon gemacht. Oh. Was zum Lesen. Aber dass wir auch so Sachen kaputt machen können, das spricht ja mein Vandalenherz an. Nein, Quatsch. Wenn du zum Tor kommst, such einen Soldaten namens Kiran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe, dann gib ihm das Kilo und er wird dich reinlassen. Viel Glück. Rückseite gibt's nicht. Wie auch immer Kiran ist, er ist hier anscheinend nicht mehr anwesend. Der hatte keinen Bock mehr auf die Scheiße. Da drüben ist unser Pferdi. So, ein schöner Gaul. Okay. Ich nehme mal an, dass man hier nicht einfach rein kann, oder? Aber wir können einen Tagebucheintrag verfassen. Und dann müssen wir jetzt das Tagebuch gleich wieder rausholen, weil wir erstmal lesen müssen, was wir gerade selber geschrieben haben. Okay, sie hat das abgemalt. Okay, warte. Ist hier noch was Altes? Twin Falls? Warte. Oh Gott. Okay, bei diesem Aldi-Versprechen Sonnenuntergang, da sind wir stehen geblieben. Idaho Falls. Dina hat heute 3 Hasen gefangen. Ihre Schwester hat ihr mal gezeigt, wie man diese speziellen Fallen baut. Sie sind echt effektiv. Ich habe immer noch keinen Appetit. Ich muss mich zum Essen zwingen. Twin Falls. Wir haben einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Wenn das Tommy war, ist er uns vermutlich nur einen Tag voraus. Wir nennen uns... Boys? Was? Dina möchte auf keinen Fall durch die Stadt. Aber ich will keinen Umweg machen, der uns 2 Tage kostet. Diese Jäger wollten uns überfallen. Die Arschlöcher hatten keine Chance gegen uns. Wir haben nach Vorräten gesucht und ich habe Dina angesehen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie mitgekommen ist. Ich liebe sie wirklich. Oh. Baker City. Heute haben wir eine Herde Wildpferde gesehen. Sie waren scheu, bis Dina sie mit ein paar Früchten angelockt hat, die wir gefunden hatten. Danach sind sie uns eine Weile gefolgt. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich habe sie noch nie so lächeln gesehen. Mindestens einen halben Tag lang habe ich nicht an die WLF oder Joel gedacht. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen deswegen. Ich kann nicht schlafen. Ich sehe ihn andauernd vor mir, seinen Kopf. Dina scheint krank zu sein. Ich glaube, sie hat sich erkältet. Es ist beruhigend, wenn sie neben mir liegt. Ich möchte ihr gern eine Freude machen. Yakima, wir haben wieder einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Vielleicht war das nicht Tommy, aber wir haben seit 2 Wochen keine anderen Leute gesehen. Also, Daumen drücken. Eindringlinge werden sofort getötet. Wie viele seid ihr? Wie viele habt ihr getötet? Jetzt machen wir ihn auf Walking Dead, ne?
Also sind wir jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Da stand ja jetzt... Ja, stimmt, es hieß ja Seattle Tag 1. Also wir sind, so wie hier ist... Sie hat ja gerade geschrieben, wir haben seit 2 Wochen niemand anders gesehen. Das heißt, wir sind schon über 2 Wochen unterwegs. Also... Krass. Müssen wir hier weiter? Vermutlich, hä? Wo ist ein Pferdchen? Ach, da. Wollte gerade sagen. Ist mir jetzt der Gaul abgehauen? Komm, Dina. Wir gehen weiter. Magst du nicht mit? Oder... Oder ist eine... Ist da eine Leiter? Ich glaube, wir sollen hier nicht... Aber geht's dann nicht hier lang? Aber wir wollen ja durch die Stadt und nicht irgendwie... Oder müssen wir einen jetzt ernsthaften Weg hier über die Mauer finden? Ist das... Das ist doch eine Leiter da drüben, oder? Und zu der kommen wir vielleicht... Naja, von hier wird's schwierig. Aber es ist definitiv eine Leiter. Was, L3-Tipp? Siehst du einen Weg rein? Ellie, was ist mit dem Dach da drüben? Ja, das habe ich doch schon entdeckt, aber... Die Frage ist halt... Wie... Kommen wir... Ach so, von den Containern da drüben bestimmt. Okay. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Können wir... Aha! Okay. Nee. Hä, wie hat sie das denn jetzt gemacht? Verdammte hey, Scheiße. Was ist hiermit? Willst du mich verarschen? Wie eine Scheiße. Okay, sie hat das von da drüben. Ah, ich kann es auch machen. Von hier. Ich wollte gerade schon wieder an mir zweifeln. Ist das zu fassen? Toll, Dina. Toll. Ohoho. Ohoho. Okay, entspannt, entspannt. So, und Sprung. Jawohl. Okay. Und Sprung. Und Dina wegschubsen. So. Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Na los, Dina, hilf mich mal hoch hier. Da ich ja jetzt so wenig gegessen habe, bin ich leichter als du. Ui. Das war gut. Sportlich, sportlich. Ich halte die Augen gegen die andere mit dem Pumperarm hat es aber trotzdem... Entschuldigung, Dina. Gut. Oh, da liegt ja jemand. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Lag der da schon die ganze Zeit? Naja, gut. Aber ich wollte gerade sagen, gegen Abby mit dem Pumperarm hat es aber keine Chance, ne? Das ist uns allen schon klar, hoffe ich. Oh Gott. Oh, ich glaube, ich hätte gar nicht springen müssen. Aber naja, gut. Oh Gott, ey. Ich wäre hier schon gestorben. Also in echt. Eieiei. So, ups. Kann ich hier runter? Ja. Vorsicht. So. Okay, dann jetzt so. Hier lang. Ja, alles gut. Hahaha. Und dann? Ach so. Okay. Oh Gott. Fuck. Ja. Alles gut. Ich lebe noch. War recht knapp. Und die hat schon wieder ihren Rucksack nicht richtig zugemacht. Meine Güte. Oh, ach so. Und wir sind drin. Was war das denn? Sag mal, Ellie, was war das denn? Und sie guckt immer noch. Nee, nicht so glücklich. Was sind diese Wichser? Na, hier anscheinend ja wahrscheinlich oder vielleicht nicht.
Aber keine Sorge, spätestens wenn wir hier wirklich das Tor aufmachen sollten, wird das sicherlich so viel Lärm machen, dass wir alles in der Umgebung anlocken. Ich weiß gar nicht, ob ich... Boah. Oh, jeder normale Mensch hätte sich doch jetzt schon die Knöchel verstaucht, oder? Na gut. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich mich... Oh. Nee, Moment, ich will den wieder... Kann ich den fallen lassen? Ach, ich kann den ja wirklich in die Tasche stecken. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das nochmal ging. Hier ist hier irgendwas? Nee. Ich, um den Satz jetzt endlich mal zu vollenden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so toll finde. Entweder, also ich weiß nicht genau, was ich besser finden soll. Ob ich es besser finde, gegen Infizierte zu kämpfen oder gegen normale Menschen. Ich glaube, da habe ich lieber die Infizierten. Ich ahne vermutlich schon, was wir hier machen müssen. Wie kriege ich dich an? Tja, da drüben vielleicht, wo der zufällig der Generator steht und uns hier die Tür verschlossen ist und hier dieser Durchgang ist und diese Scheiben mich schon wieder so anlächeln. Ich wette, die Tür hier ist zu. Ja, schade. So. Oh, Blut. Ach nee, Moment, Alkohol. Kann ich gleich meine Schnittwunde, die ich mir jetzt in den Arm geschlagen habe, desinfizieren? Das finde ich gut. Danke, Spiel. Aha. Oh. Okay. Wann das wohl geschrieben wurde? Sind das irgendwelche Codes, die man eingeben kann, um gewisse Türen vielleicht zu öffnen? Vielleicht müssen wir für das Haupttor dann die 0512 eingeben. Wir werden sehen. Ach du Scheiße. Ein großer Einsatz steht bevor und Isaac will, dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen. Holt die Seravina-Basis. Holt das... Na sowas. Holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus der Kuppel und bringt es zum Versteck in der Seravina-Basis. Gut, dass sie das Wort jetzt gerade schon ausgesprochen hat, so musste ich mir keine Gedanken machen. Über die Pronunciation. So, was ist das denn hier? Patrouillenrouten, Seth und Conny, aha. Ration und Clear Zones. Mhm. Okay. Nun denn. Liegt hier was? Nee. Okay. Das ist mein Generator. Das ist genauso ein verrostetes altes Teil wie die anderen, die wir hier sehen. Yay! Haha! Und jetzt sehen wir diese Stromkabel und lass mich raten, das müssen wir so drüber werfen. Ja. Okay, zum Glück sind die Puzzle hier nicht so dramatisch schwer. Jetzt werde ich dieses Kabel mit diesem verbinden und dann wird... Dann werde ich die Elektrizität am eigenen Körper zu spüren bekommen. Okay. Aha. Wo, hier drüben? Oh, da ist ein Guckloch. Hi. Na? Hey. Alles okay? Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Wir? Wer? Du und das Pferd, oder was? Aber die ist lieb, die unterstützt uns ja. Wollen wir mal nichts sagen, aber wir glauben an dich. Schon wieder lustig irgendwo. So, was hier? Lappen? Ich wette, wir müssen sicherlich dann irgendwo diesen Code eingeben für das Haupttor. Ist hier noch ein Generator, den wir anschmeißen müssen? Können wir mehr kaputt machen? Oh, Moment. Das kann man ja so nicht lassen, ne? Also das ist ja dann so ein bisschen asymmetrisch, das geht ja nicht. Wenn hier nur so eine Scheibe noch intakt ist und die anderen sind alle... Oh, ich dachte gerade, da steht wer.
Und die anderen Scheiben sind alle eingeschmissen. Das geht ja nicht. Ach. Kein Saft. Okay, wo geht denn das Kabel hin? Da drüben. Ach so, das geht da rein. Und dann da runter und... Ach, vielleicht müssen wir jetzt das... Ist das denn lang genug? Können wir das hier einfach wieder rausziehen? So, Ellie, kriegst du nochmal eine gewischt. Wie läuft's? Super, sieht man doch, oder? Kann ich mit ihr nochmal sprechen? Nee. Okay, warte mal, kann ich das nochmal... Ja. Ich würde sagen, ich kann das doch werfen. Ja, das sieht gut aus. Kann ich mit ihr nochmal sprechen? Ach, sie und das Pferd glauben an mich. Gott, Leute, der Part ist ja schon wieder rum. Wir machen das jetzt noch schnell und machen das Türchen hier auf und dann ist aber auch gut für heute. So, warte. So, da habe ich mit meinen unglaublichen Kombinierfähigkeiten aus mehreren Jahren Videospiele spielen. Und mit meinem Puan-Chaka! Damit wir hier gleich durch können, natürlich. Ne? Das war jetzt nicht wegen der Zerstörungswut oder so, sondern das war, ne, wisst ihr Bescheid. Aber bevor wir jetzt das Tor öffnen, beende ich hier doch den Part. Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!